Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skates Craft Blog. Heute leider ein bisschen spät, aber ja, immerhin eine Folge, ne? Sage ich einfach mal. Das letzte Mal hat uns Skate hier netterweise ein wunderbares Crafting-Rezept hinterlassen. Ich dachte ja schon, ich bin so gut wie fertig. Und dann haben wir hier reingeschaut und dann diese Disc-Patterns hier brauchen einfach Kobalt. Sie brauchen eine Aluminium-Plate, kriegen wir hin, okay. Gear-Stem, kriegen wir hin, okay, kein Problem. Aber Kobalt, holy moly. Das ist nicht so easy. Dafür brauchen wir nämlich eine Orchid Ignem und Netherrack. Gut, Netherrack kriegen wir noch irgendwie hin. Wait a minute. Kann es sein, dass wir noch kein einziges Netherrack haben? Ist das möglich? Dass wir noch kein einziges gebraucht haben auch? Oh oh. Und ich dachte, die Orchid Ignem wird nervig. Wow. Das zieht ja echt nochmal alle Register, dieses Rezept. Oh, damn. Oh, damn. Okay. Na gut, also ist eigentlich... Na, wir werden kein Netherrack haben. Netherrack. Die einzige Möglichkeit, außer dem Verdoppeln, logischerweise, ist das hier. Ja gut. Die Aldermods 3 Zuschauer wissen, was das für ein Spaß ist. Eieiei. Aber es braucht nur ein Aspektus. Das ist ja wenigstens was. Okay, Next Change Table. Dawnstone Ingot, Dawnstone Plate. Wie sieht's aus mit Dawnstone? Haben wir noch ein bisschen Horizon Zero Dawnstone? Was ist das für eine Platte? Das ist eine Plate Press. Okay, das ist gut. Wir müssen einen hoch. Zu dieser wunderbaren Anlage. Ach ja, Bricks fehlen auch noch. Aber das ist jetzt erstmal nur ein optisches Problem. Ja. Verstehe. Amber Activator. Okay. Wir müssen definitiv deutlich mehr Ambers machen. Okay. Wie ist das nochmal mit Bricks hier? Wir kriegen die nicht auf einem einfacheren Weg, ne? Molten Clay. Wir können Clay einschmelzen und dann Bricks rausgießen, aber ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist. Das hier ist auch nicht sinnvoll. Ja, okay, nee, wir brauchen Clay. Na gut, na gut. Fangen wir erstmal damit an, alles baulich vorzubereiten. Denn wir müssen offenbar Ambers deutlich weiter durchspielen, als ich erwartet hätte. So, eine Clayconia. Also die Clayconia mag ich ja, ne? Aber es reicht halt nicht, das hier so hinzudroppen, ne? Also man muss es schon placen. Was die Automatisierungsmöglichkeiten ein bisschen einschränkt. Zumindest von der Geschwindigkeit her. Ich glaube, so schnell, wie wir das jetzt per Hand hier setzen, würden wir es halt normalerweise nicht automatisiert bekommen. So, zwei Stacks.
Okay, ein bisschen was ist hier drauf gelandet. Okay, wir haben noch. Mal schauen, wie viel 1,5 Stacks jetzt da abziehen von der Menge. Das wäre noch ganz interessant. So. Herkling! Ach ja. Ja, und in den Nether brauche ich gar nicht erst gehen, ne? Also, wegen dem Vorschlag, geh mal in den Nether. Da ist nichts. Das ist nicht umsonst so nervig gemacht hier. Kann ich eigentlich? Nee, kann ich nicht. Okay, warte mal hier. Wie wäre es denn folgendermaßen? Zack, zack, zack. Zack, aus irgendeinem Grund fehlt eins. Okay, dann ist es so. Und dann zack, 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 zack. Ehrlich gesagt stört es mich schon, dass da eins fehlt. Weil wir dann keinen ganzen Stack mehr rauskriegen. Das hier liegen lassen? Ist das hier noch drauf? Okay, wir nehmen einfach kurz einen Sand. Machen Clay draus. Ach ja, ich wollte eh schauen, wie viel 1,5 Stacks an Mana verbrauchen. Wow, gar nichts. Das ist gut. Und dann hier rein. Okay. Ein bisschen Rührei. Und wir können gleich nochmal schauen, ob wir noch ein bisschen Dawnstone übrig haben oder nicht. Elektrum sieht erstmal nicht danach aus. Gehen wir mal in den Technikraum. Irgendwo noch Dawnstone übrig? Nee, okay. Dawnstone braucht Gold und Kappa im gleichen Verhältnis. Lager. Das heißt, wir nehmen mal 16 Gold. Und 16 Kappa. Und packen das dann oben rein. Ah, wobei, wir sollten da oben auch mal ein Dings dran machen, aber es geht noch. Vorher noch Treibstoff holen. Nehmen wir mal 30 Shards. Einfach irgendwie einen kleinen Lift da in die Mitte. So, dann ein paar Shards rein. Dann wird der Spaß hier geladen. Und dann Gold und Kupfer. Ich weiß jetzt nicht, was da drin ist noch. Aber optimalerweise ist es Dawnstone. Haben wir noch einen Vakuumhopper? Ach nee, nur dieses komische Ding hier, ne? Was aber zur Not auch gehen würde. Ich baue es mal kurz ab und wieder hin. Weil ich nicht weiß, was das war, was da drin ist. Aber es sollte eigentlich geschmolzen werden.
Habe ich meinen Hammer nicht dabei? Nee. Mein Hammer. Ich könnte auch mal hier einfach ein Loch reinmachen. Dann können wir ja theoretisch einfach da hoch, ne? Die Blätter hier müssen eh weg. Das wächst ja auf dem Baum hier mittendrin. So, ist jetzt nicht die beste Lösung ever, aber es geht schneller. Und das zählt erstmal. Wo ist unser Hammer? Es könnte sein, dass ich es falsch rum reingelegt habe. Und das jetzt irgendwie verstopft ist oder so. Ja, ich sehe das. Wie hat man das nochmal gesehen? Ich dachte gerade irgendwie, dass es mit dem Hammer war. So, also die beiden müssen gekoppelt sein. Der Stamp muss da rein. Okay, es ist offenbar alles geschmolzen. Aber wo ist das? Das Stuff. Ich reiße mal den Mixer ab. Mixer-Zentrifuge. Und dann kommt hier das Ding drauf. Ah ja, jetzt ist es wieder connected. Geht's jetzt vielleicht? Vielleicht war das ja verstopft. Oder ist das hier verstopft? Nee, doch, war schon richtig. On. Ja. Fluid Extractor. Was ist, wenn ich so einen Fluid Extractor einfach mal mitnehme? Hier dran setze und dann das Ding da dran mache. Warum funktioniert denn das schon wieder nicht? Okay, passt auf, wir reißen nochmal alles ab. Weil wahrscheinlich noch irgendwo irgendwelche Reste drin sind. Alles erstmal weg. Okay, dann Mixer-Zentrifuge. Receptor. Soweit, so gut. Die beiden Melter. Die bekommen natürlich auch Energy. Dann Fluid Extractor. Einer dahin, einer dahin, einer dahin. Einer dahin, einer dahin. Dann Power, Power und Power.
So, dann holen wir nochmal Gold. Und dann schauen wir mal. Lager. Gold. Kappa. Vielleicht das erstmal noch aus, damit das hier sich vermischen kann. Wir können uns auch nochmal die Anleitung kurz holen. Aber ich meine, das hat ja schon so funktioniert. Warum sollte es jetzt anders sein, ne? Wo ist denn das da? Hier ist es nicht. Das ist im Lager wahrscheinlich. Da ist es. Okay, also Mixerzentrifuge. Each face of the bottom of the centrifuge is its own tank. Okay, when fluid is pumped into this tank, in a particular combination. And the top block of the centrifuge is given amber. Genau, amber muss auf den top block. Molten Alloy will be created, which can be pumped out of the top block. Ja, haben wir alles soweit richtig gemacht. Und Melter. Liquid State, the molten fluid can be pumped out for external use. Ja, haben wir eigentlich alles so gemacht. Gut, jetzt haben wir gerade kein Ember mehr. Das heißt, ich hole nochmal welches. Ember Drill. Aber wir müssen hier auch mal wieder Kohle runterbringen, sonst geht das Ember zu Ende. Aber erstmal interessiert mich hauptsächlich, das Ding hier zum Laufen zu kriegen. Wir müssen dann nachher auch noch das andere Teil machen. Muss ich mal schauen, wo es ist. Needs Dawnstone. Dawnstone haben wir schon. Das haben wir schon. Das haben wir auch schon gemacht. Geologic Separator. Okay. Brauchen wir nicht. So, Dawnstone. Und hier gibt es nämlich... Ah ne, das brauchen wir für die nächste Stufe. Mystical Mechanics. Ah, okay. So, wie sieht's denn aus? Können wir jetzt hier Dawnstone rauspumpen? Das ist alles, was mich interessiert. Offenbar nicht. Weil... Ach, warte mal, wird das hier einfach gar nicht geschmolzen? Ist das hier nicht richtig connected? Hier ist irgendwie kein Schmelzvorgang. Ach, deshalb ist hier wahrscheinlich nur Gold drin und deshalb schmilzt sie nicht. Hä, warum... Hä? Ember Emitter. Das da muss mit dem da connected werden. Geht das jetzt... Okay, das ist vielleicht von dem anderen hier gepowert. Ah, guck mal. Jetzt passiert hier was. Jetzt passiert hier was. Jetzt kommt hier Dawnstone raus. Ah, sehr gut. Okay, dann kann ich ja jetzt mal schnell Lager ein bisschen Blei holen.
Ist das hier Blei? Ja. Ein bisschen Blei und zwei Item Pipes und irgendeine Chest. Haben wir nicht mehr. Sehe ich das richtig? Okay, dann machen wir eine Dark Oak Chest. Ist ja auch egal. So. Also, ich soll es vielleicht auch noch craften. Das wäre wahrscheinlich eine gute Idee. Hier oben sollte vielleicht auch mal ein Crafting Table hin. So, Item Vacuum. Ich glaube, der braucht ein Redstone-Signal, oder? Perfekt. Okay, der Staubsauger funktioniert. Dann packen wir hier nochmal Amber Shards rein. Und das Problem ist, glaube ich, dass der hier offenbar kein Amber bekommt. Aha, Dawnstone. Und kann ich Dawnstone jetzt unten in der Presse pressen? Yes. Very good. Eine Dawnstone Plate. Und ein Dawnstone Ingot erstmal. So, und damit wollte ich jetzt was machen? Genau, diesen Exchange Table Gedönse hier. Und ich wollte Bricks machen. So. Dann eine Copperplate können wir noch kurz machen und zwei Stairs, glaube ich. Genau, und dann Kaimanite Bricks, zwei Stück. Dann wird es nur noch Stairs hier. Clay, Slag, Sand. Okay, Slag müsste ich ja hier ordentlich bekommen. Und Stahl auch. Aber Slag ist erstmal am wichtigsten. Slag, Sand. Okay, Clay bekommen wir unten. So, wir machen diesen Tisch jetzt noch fertig. Muss ja. Vier noch. 1, 2, 3, 4.
Okay, und jetzt? Achso, ja. Nein. Da. 51. Damit kann ich einmal diese Zahnradpresse machen, wie auch immer die aufgebaut war. Gear Stamp. Ah, so. Perfekt. Können wir das hier brennen und dann können wir noch das hier brennen und das hier brennen und das hier brennen. Und 11 behalten wir nochmal in der Form. Weil man das sicher mal gut gebrauchen kann. So, Copper. So, Gear Stamp hätten wir dann auch schon mal für später. So, das ist dann ein Brick. Und das ist der zweite Brick. Und dann können wir den Exchange Table machen, sobald wir die Copper Plate haben. Technikraum, Crafting Table. Was soll denn das hier? So, flupp. Ey. Bums. Komm, komm, komm. Hui. Okay. So, und dann zack, 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 zack. Exchange Table. Dann gehen wir einmal hoch. Und dann können wir theoretisch erstmal das hier auskleiden. Und dann hier. Weil den Platz werden wir auf jeden Fall brauchen. Für den Exchange Table. Was ein Pfusch ist denn das hier? Hier fehlen ja überall Blöcke. Also das ist ja. Eieiei. Habe ich irgendwas da, um den Pfusch aufzufüllen? Nee. Na gut, dann mal nicht. Pfusch kann nur mit Pfusch verschleiert werden. Das ist ja soweit klar. Sondern könnte man nicht hier irgendwo den Exchange Table dran machen, dann brauchen wir noch den Laser. Heißt der Laser? Nee, der heißt nicht Laser. Wie heißt denn der? Nee, nicht hier, sondern da. Wir brauchen den, die Beam Cannon. Die Beam Cannon. Die da. Okay, das sieht auch ziemlich machbar aus. Und wir brauchen den Embers. Wenn man richtig schreibt, kommt es auch. Und wir brauchen noch den Alchemy Pedestal, aber nur einen. Der braucht auch noch ein bisschen Dawnstone, aber wir sollten eigentlich genug haben. Und damit können wir dann das erste Netherrack herstellen über dieses Alchemie-Rezept. Naja, ja, wobei noch nicht ganz. Wir brauchen natürlich auch noch einen Cinderplint und eine Menge Zeug, das wir verbrennen können. Also das wird noch ein bisschen tricky, aber wir kriegen es hin. An dieser Stelle würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut, bis dann. Tschüss.